Was Paulus macht, ist einfach, er startet eine Kolonie des Himmels. Und das ist, wie er Kirche versteht. Ihr lebt in einem Konstrukt, und damals war es das Römische Reich. Und er sagt, inmitten von dem lebt ihr aber als Bürger eines anderen Staates. Und lebt so, dass ihr diesem Herrn und diesem Kyros gefällt. Ein weiterer Vers, Philipper 3, Vers 20. Wir dagegen sind Bürger des Himmels. Und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Hey, deine Heimat, dein Bürgerrecht ist im Himmel bei Gott. So wie damals das Bürgerrecht in Rom war, auch wenn sie in Philippi waren. Aber was ihr jetzt macht, ist, ihr breitet die Kultur des Königreichs hier aus. Und ihr lebt dieses Evangelium, diese frohe Botschaft von diesem König und verkündet das. Und wie lange? Bis er kommt. Unser Ziel ist nicht, dass wir eines Tages in den Himmel kommen. Das Ziel ist, dass Jesus wiederkommt.